So, your uncle. What's wrong with him? He's possessed. As in the devil? Something like that. He says a dark man is following him, watching him at all times. What do you make of it? It's nonsense, of course. But I'd be lying if I said it didn't bother me. You see, it runs in my family. Possession? No, Detective. Deteriorating melancholy. Practically every member of the Hartwood family is driven mad before they grow old. But Jeremy didn't kill himself. Is that why he's at your setup? Despite being convinced that he is truly possessed, he decided to put his last chips on Dr. Gray and his psychoanalysis, figuring he might stumble upon some cure. You mentioned the letter. I received a disturbing letter from Jeremy accusing the staff and all the other patients of being involved in some cult. And now they are also out to get him. Could it be real? Or is it all just in his head? It's a story he tells himself, Mr. Carnby. Anything to avoid the truth. Which is? That we're all terribly insignificant. That people mean so very little to one another. That there is no one out to get Jeremy Hartwood because he isn't worth getting. Here we are. My uncle's not well, Mr. Carnby. I want to make sure he's all right. Then what's my part in this? You couldn't get a cab? I just wouldn't feel safe going alone. Did you bring a gun? Yeah. You think it'll actually come to that? No. But you might need to wave it around depending on how agreeable the staff will be. What exactly are we gonna do when we find Jeremy? I don't know. Let's just find him first. Ja, und damit herzlich willkommen zu dem Remake von Alone in the Dark. Ich weiß nicht, was ich darüber sagen soll. Mir fällt gerade nichts ein. Ich weiß nur, dass ich da ewig drauf gewartet habe, auf das Remake, und jetzt endlich die Gelegenheit habe, es zu spielen, und ich nie in den Genuss gekommen bin, den ersten, den Originalen zu spielen, sondern erst die nachfolgenden Teile. Und welchen Charakter wählen wir? Emily Hartwood? Gesprochen von Jodie Comer oder präsentiert von Jodie Comer? Oder wir spielen Edward Carnby von David Harbour, der ja auch bei Stranger Things mitmacht, glaube ich. Ich weiß nicht, ich habe nur die erste Staffel gesehen von Stranger Things, das war nicht so meins. Ich würde sagen, ich bin ja ein Mann, ja, ich fühle mich auch solcher als Mann, deswegen spielen wir Edward Carnby und nicht lange schnacken, rein ins Game. Rein in das Game. Vielleicht machen wir ja nochmal einen zweiten Durchlauf später mit der Lady. Ich weiß jetzt nicht, ob der Ton so passt. Hello? Hello? Looks abandoned. It can't be. There has to be someone around. Oder ob wir die Charakter im Wechsel spielen? Ich weiß es nicht. I'll go around back. Ich würde gerne mal was einstellen. Kapitel 1. So, wartet mal. Ich spiele das ja auf englischen O-Ton. Aber der Untertitel, ich würde ihn mal größer machen. Ja, ich lasse ihn mal auf groß. Kann man den Hintergrund von dem Untertitel Qualität, Leistung, ist egal, ändere ich jetzt gar nichts.
Ich lasse die Untertitel mal groß. Schade, ich dachte, ich kann eine Postbox dahinter setzen. Und dann schauen wir uns hier erstmal in Ruhe um. Ziel, finde. Der Windpeitsch, okay, hängt ein Motor. Ah, das ist eine Werkstatt, okay. Ich will alles erleben. Guck mal hier mal in die Pferdebox. Ein Now, what Schlüssel. do we got here? Was haben wir denn da? Ach, eine Taschenlampe. Okay, Taschenlampe, Hinweis. Schlüssel hin öffnen. Okay. Küchengartenschlüssel. Ich kann den nicht drehen. Drücke R3. Okay, also wir spielen das Ganze auch auf der PS5 natürlich. Oh, ich weiß jetzt nicht, ob die Soundeinstellung so stimmt. Ich habe jetzt gar nichts verändert. Ich bin einfach nur runtergeladen, rein in das Game und Attacke. Hallo? Ist jemand hier? Ich habe jetzt schon Angst, Alter. Ich scheiß mir jetzt schon ein. Ist das so wie bei Resi? Brauche ich den Schlüssel? Dann wird das gleich gefragt, ob ich den wegschmeißen kann. Was haben wir denn da? Munition. Okay, mehr nicht. Was haben wir hier? Ach, ich habe eine Flasche. Ich kann Alkohol trinken. Okay. Was war das denn? Da steht jemand. Hallo? Lady? Ist jemand zu Hause? Das ist nur eine Statue. Okay. Nah, I'm not getting in there. Okay. Das sieht schon gut aus. Mir gefällt's. Oh, da ist was. Was ist denn das? Komme ich noch nicht ran, okay. Okay, mit L3 renn, sprint ich. Was heißt sprinten? Wir nennen es mal schnelles Laufen. Hui. Okay, man merkt das denn. Boah, boah, ich hab. Oh, jetzt bin ich eingesperrt. That's one big tree to fit inside a conservatory. Es war früher so. Gab so Buden. Wenn man das Geld hatte. Hä? Ja, stimmt. Hallo? Der Baum flüstert. Haushälterin Schlüssel, okay. Der Baum flüstert. Aber ich weiß gar nicht, wo ich zuerst hingehen soll. Okay, hier schon mal nicht hin. Ein Getränk. Ist das Heilung oder was? Wo ist das Inventar? Desk. Oh, ich hab ne. Desetto, the old plantation. Ja, hören wir uns später an. Schade, ich dachte, ich kann mir irgendwie wartet mal, bevor wir da jetzt weitergehen. Ich gehe mal eben da hoch. Okay, Türen. Ich kann hier nicht hoch.
Ach, da ist eine Kette davor, okay. Ich dachte, es ist eine unsichtbare Wand. Die unsichtbare Wand war eine Kette. Ich wollte da mal oben gucken. Ja, dann gehen wir halt weiter. So. Finde die Eingangstür und lasse Emily Hartwood rein. Emily! Oh, Emily! Oh, was haben wir denn hier? Don't mind if I do. Ich genehmige mir. Ja, ja, war ja klar. Ja gut, wenn du wahnsinnig wirst, dann ist so ein Schluck aus dem Flachmann, ne, immer was Gutes. Okay, was haben wir hier? Mehr Munition, nice. Familienbibel öffnen. Every day your silence weighs a little heavier. It's been a difficult year for everyone and many have lost all hope. I read in the papers about people suffering. Pictures of dust-covered landscapes without a drop of water. I wish I knew if you were still tending the earth or if you had turned your back against us. I have started to look for help elsewhere. I pray you will tell me if I'm going down a path that you find disagreeable. With help from Batiste and Charlotte, I found comfort in the practice of the voodoo. I have long been skeptical of that Caribbean cult, but it's been of good use to me. It seems all harmless in my book. I say some words dreamt up by the Creoles, and I carry around a small pocket of gris-gris. Nothing of this is mentioned in the Bible, of course, but the French Quarter priestess tells me it's all connected. She says the Christian God is just one more perspective on the creator of things. That's what I like to think, but the other way around. That the spirits of her faith are just aspects of you, our Heavenly Father. I am so grateful for the words you gave Mr. Hartwood. We will sing your praises at St. John's Eve. The world will be blessed soon again. Only the sacrifices of the Old Testament compare to your demands. Let it be the truth. A mother of earth, wood and dirt. A mother of a thousand young. Sacred sand, $1. Black cat oil, $1.50. Devil shoestrings, $0.25. That makes $2.75, madam. What was that you were telling the doctor? A goat without horns. What does that mean? Ah, you must have misheard me, madam. I said no such thing. Please. I know I don't look like any of you, but I'm devout. I'm ready to do what it takes. Do not be so eager to sacrifice the few things you have left, madam. Now please, leave my store. A goat without horns? Okay, ich glaube, ich werde mal auf Deutsch stellen. Dann machen wir den Untertitel aus. Okay, wir spielen das jetzt auf Deutsch, weil beim letzten kam jetzt kein Untertitel. Deswegen, ich kann zwar Englisch, ich verstehe, worum es geht, aber I don't can it übersetzen. Okay, ich lager auch immer meine Munition in der Küche. Was ist denn hier los, Alter? Ja, mache ich auch immer so. Gibt's einen Kühlschrank? Munition! Ja, wer macht das nicht, ne? Okay, ist die Speisekammer. Oh. Okay, ich habe eine Kiste geöffnet für eine Heilung. Lecker Wurst, da kriege ich schon wieder Hunger. Was haben wir hier?
Rattengift. Was war das? Okay, es sind unbedeutende Gegenstände, die du immer... bleiben vom Spiel zu Spiel erhalten. Einige Sets können gar nicht erst vervollständigt werden, ohne sowohl Kambis als auch Emily's Kampagne. Oh, es gibt zwei Kampagnen, das heißt, wir spielen zweimal. Nice, Leute. So, wer hat hier die Tür zugemacht? Dem hau ich jetzt aufs Maul. Okay, es war der Ofen. Boah, ist das Blutsuppe? Sind wir im Keller oder was? Hallo? Is anyone there? Ih, Ratten im Keller. Boah, jetzt bin ich von der erschrocken von der Tür, ne? Ich hab jetzt schon ein bisschen Gänsepelle. S-Bahn-Ticket. Okay. Ich brauche den Schlüssel. Oh, ist das die Stimme von Ryan Reynolds? Nice, Alter. Deadpool by Alone in the Dark. Obwohl, dann wäre das Spiel ja nach 5 Minuten zu Ende, weil er einfach alles niedermetzeln würde mit seinen Katanas. Aber schon eine komische Bruchbude hier. Hallo? Sabotage. Den Kessel nicht berühren. Er funktioniert immerhin gerade. Die Sabotage hat zwar für ein Leck gesorgt, aber nur die Zierplatte ist wirklich zerstört worden. Warten wir darauf, dass Mr. Chance auftaucht. Der soll sich das Leck mal ansehen. Mr. Waits. Wartet mal. Sehe gerade, dass hier Platte hervorgehoben ist. Habe ich hier einen Kugelschreiber? Natürlich nicht, muss ich mir merken. Okay, mir fehlt was um. Das sieht nicht sicher aus. Oh, okay, hier komme ich nicht lang. Das ist ein Rätsel, nice. Alter, wie langsam der die Tür aufmacht, ne? Kann ich mich auch hin? Oh, nice. Wir wühlen hier erstmal rum. Okay, oder auch nicht. Machen wir es erstmal fresh. Was? Marvelous Science. Okay, andere kann ich leider nicht lesen. Ich hätte auch ganz so eine freistehende Badewanne. Oh, ich habe ein verschwommenes Spiegelbild. Immerhin etwas. Wir gehen hier einfach mal in die Räume rein. Hinweis, Lottis Tagebuch. Sonntag, 22. Juni. Ich habe den ganzen Tag mit der Suche nach Jeremy verbracht. Ich hätte mich um die anderen kümmern sollen, aber ich mache mir Sorgen, dass er etwas tut, das man nicht mehr wieder gut machen kann. Cassandra ist wütend, weil ich ihr die neueste Lieferung an Schmerzmitteln nicht gegeben habe, die Waits gestern im Postamt abgeholt hat. Ich hätte sie ihr ja gegeben, aber die Firma hat dieses Mal keinen neuen Schlüssel mitgeschickt. Also steht diese Kiste einfach verschlossen auf meinem Schreibtisch. Die haben sich wohl gedacht, dass wir inzwischen genug von ihren Trickschlüsseln haben. Ich erinnere mich aber nur an einen, den ich in den letzten Tagen gesehen habe. Grace hat im großen Salon damit gespielt. Wenn das Ding nicht von selber auftaucht, muss die Sache wohl warten. Ich muss herausfinden, wo Jeremy hin ist. Ich glaube, Jack weiß etwas.
Sein Hund hat diese seltsame Fäulnis aufgespürt, die das Haus durchdringt. Sie will uns etwas zeigen, hat er gesagt. Als würden diese ekligen Flecken und Schlieren zu ihm sprechen. Okay, warum sind die Sachen weiß hervorgehoben? Too many pills, würde Jill Valentine jetzt sagen, wie in Resident Evil 3. Abgeschlossene Medikamentenkiste, okay. Bodenplan von Giosetto, okay. Okay. Also, wir sind im Pflegereich. Wir sind hinter kleinen Salon. Ach, das ist schon oben, okay, da ist der kleine Salon, Empfangsraum. Hab ich verkackt. Komme ich nochmal zurück? Warte. Warte mal, wie komme ich da jetzt hin? Ach, das ist da. Okay, warte mal. Ach, das war das mit dem Grab und der... Ach ja, nee, ist okay. Hat sie erledigt. Das bin ich so doof. Fällt mir gerade erst wieder ein. Ach, gut. Okay, dann los hier. Dann können wir wieder hoch. So, hier ist ja versperrt. Ach, gedrückt halten. Das ist ein bisschen auf Bibliothek. Komme ich schon in die Bibliothek rein? Oh, ich brauche den Schlüssel. Okay. Ach, da. Ah, Symbolschlüssel. Wartet mal. Und tap, und tap. Ist fest verkeilt. Okay. Sieht wichtig aus. Private, not entry. Oh, der Windpeitsch. Oh, ich hasse dieses Geräusch, wenn das so zieht. Okay, dann ab auf die Veranda. Schuss. Oh, war das jetzt verschwommen? Oh. Ach ja, beim Pfleger ist noch was. Ich brauche den Schlüssel. Oh. Spiele ich hier Resident Evil oder was? Hallo? Die Weltwirtschaftskrise. Präsident Hoover erhöht die Zölle für über 20.000 Importgüter, um die Arbeiter Amerikas zu schützen.
Seit dem Zusammenbruch der Märkte an der Wall Street am 24. Oktober des letzten Jahres hat die amerikanische Wirtschaft schwer gelitten. Tausende Firmen sind bankrott und ein großer Teil der amerikanischen Arbeiter ist nun arbeitslos. Um das Ruder herumzureißen, hat Präsident Herbert Hoover das Smoot-Hawley-Zollgesetz unterschrieben. Durch das Regulieren des internationalen Handels hofft die Regierung, einen Anreiz für die US-Industrie zu schaffen, mit billigen Importwaren aus dem Ausland zu konkurrieren. Aberglaube verbreitet sich. In diesen schweren Zeiten profitieren Voodoo-Läden und spirituelle Medien in New Orleans. Während die Wirtschaft seit dem schwarzen Donnerstag des letzten Jahres gebeutelt ist, wenden sich immer mehr Menschen den Hexendoktoren und Schlangenbeschwörern zu. Zum Tag des Johannisfests am 23. dieses Monats erwartet die Polizei noch gesteigerte Kultaktivitäten nahe des St. John-Sumpfs an der Südküste des Pontchartrainsees. Es gibt in dieser Region eine lange Tradition für Voodoo-Rituale am Johannistag, die bis zu den ersten Schlangenanbetern zurückreicht, die als Sklaven aus Westafrika verschleppt worden waren. Im 19. Jahrhundert sind diese Praktiken durch die legendäre Marie Laveau bekannter geworden und wurden seitdem von vielen Kreolen übernommen, aber auch von den überlebenden Aristokraten des französischen Viertels. Schriftstellerin sucht Zuflucht. Gerüchte bestätigt. Autorin Cassandra Beauregard hält sich in Decedo auf. Das Decedo Hospital ist ein altes Plantagengebäude an der Ostküste des Pontchartrainsees. Oft wird es als Irrenhaus angesehen, aber der örtliche Arzt Elmer Lee Gray bevorzugt den Begriff Erholungszentrum, einen Ort, den man aufsucht, um Ruhe zu finden. Die Liste der Patienten ist geheim, aber sie soll angeblich viele schwarze Schafe aus wohlhabenden Familien enthalten, denn in Decedo wird man ganz sicher nicht gratis behandelt. Die örtliche Schriftstellerin Cassandra Beauregard hat nun selbst zugegeben, dass sie sich hier aufhält. Sie gilt allgemein als eine der einflussreichsten kreolischen Stimmen und hat viele erfolgreiche Bücher geschrieben. Aus Hollywood wurde kürzlich vernommen, dass sie ein Manuskript für einen Film vollendet hat. Der Titel Slaughter Gulch. Der Film soll kommendes Jahr in die Kinos kommen. Okay, will ich sehen. Ich will Slaughter Gulch sehen. Ich will diesen Film sehen. Okay, was haben wir hier? Stempel. Ist das dieses Hospital? Okay, da braucht man einen Schlüssel. Warte mal, ich markiere schon mal, dass die Tür verschlossen ist. Schlüssel. Krass, Alter, wir sollen die eigentlich reinlassen, ne? Aber wir sind hier voller Makunden. Oh, ich hätte auch gern so eine Uhr. Blockiert. Okay, dann gehen wir sie reinlassen. Okay, überredet. Was, Alter, wir sind hier im Haus. Okay, Katze. Oh, es ruckelt. Danke. Was machen Sie hier? Wer sind Sie? Oh, Verzeihung, tut mir leid. Ich bin Edward Cornby, Privatermittler. Ich hoffe, es stört Sie nicht, dass wir reingekommen sind. Es stört mich. Dies ist Privatbesitz. Sie können nicht einfach reinplatzen. Das tut mir sehr leid, aber ich suche nach meinem Onkel. Es ist dringend und es kam niemand an die Tür. Wir können das Klopfen nicht mehr hören. Niemand kann das. Wer ist Ihr Onkel, Liebes? Jeremy. Oder nicht? Sie hat diese Hardwood-Aura, oder? Das stimmt. Ich bin Emily Hardwood. Und ich bin nur hier, um nach meinem Onkel zu sehen. Tja, gerade ist er nicht zu sprechen. Sie müssen ein andermal wiederkommen. Nicht zu sprechen? Warum? Schläft er etwa? Dann warten wir. Er ist weg. Kenne ich dich nicht irgendwoher? Wer ist der Mann nochmal, Miss Hardwood? Ich bin Edward Cornby, Privatermittler. Reizend. Das reicht. Ihr alle, zurück auf eure Zimmer. McCarthy, behalten Sie das Kind im Auge. Und Sie beide, bitte verlassen Sie uns augenblicklich. Hören Sie, wir wollen keinen Ärger machen, okay? Lassen Sie uns den alten Mann sehen, damit meine Klientin beruhigt ist. Und dann gehen wir. Jeremy wird vermisst.
Kein Grund zur Sorge, aber es könnte etwas dauern, bis er auftaucht. Das ganze Personal sucht nach ihm. Was? Er ist weg? Ich habe keine Zeit für so etwas. Bitte, kommen Sie morgen wieder. Dann warten wir in seinem Zimmer. Das stört doch nicht. Es ist oben, nicht wahr? Halt, warten Sie! Keine Sorge, wir sind diskret. Den Flur entlang, die erste Tür zur Linken. Ich sage Dr. Gray Bescheid. Exzellent. Danke, Madam. Na schön, da wären wir. Sehen wir uns um. Vielleicht können wir Spuren finden. Okay. Psychohaushälterin, Alter, vor der hätte ich auch Angst. Wieso kann ich denn nichts rätseln, Alter? Was ist denn das? Ach, die Sprechblase. Irgendwas Wichtiges, wonach ich Ausschau halten sollte? Hat er Tagebuch geführt? Nicht, dass ich wüsste, aber es würde mich nicht überraschen. Wieso guckten die nach links? In jeder Nacht steht der Schattenmann dunkel an der Schwelle meines Zimmers. Er zählt die Tage, bis meine Seele endlich meinen müden Körper verlässt. Nur seine bleiche Maske bewahrt mir den Rest meiner geistigen Gesundheit. Direkt in das Gesicht dieses Dämonensultans zu blicken, würde wohl die Zeit selbst zerspringen lassen. Hätte er für meinen Vater genauso ausgesehen, als dieser um sein Leben rang? Sucht dieses verschleierte Gesicht meine Nichte auf die gleiche Weise heim? Ich wünschte, ich könnte meiner Seele im sonnenbeschienenen Kloster von Taroea Ruhe schenken. Würde ich dich dort finden, Juan? Oder Signora Perusi, die aus dem Jenseits zurückgekehrt ist? Jede Nacht verstecke ich mich vor ihm. Ich flüchte von einer verzerrten Erinnerung zur nächsten. Ich erlebe Szenen, die aus der Fantasie und aus Fieberträumen heraufbeschworen wurden. Es sind Orte, die ich nicht einmal wirklich malen kann. Ich wünschte, ich könnte Ihren Tod verstehen, Signora. Gibt es irgendwas, was ich für Sie tun kann, außer Sie in dieser kargen Nekropole zu begraben? Diese triumphale Kapelle, die sich über die Bücher und die Öfen erhebt. Sie soll Ihr Grab sein. Dort können Sie ruhen und ich um Sie weinen. Okay. Okay, jetzt lese ich vor, weil das dauert doch schon ganz schön lange, ne? Okay, wie ist es Ihnen gelungen, solche Dinge zu erfassen, Signora? Wie konnten Sie wissen, dass der zerstörte Boilerkessel im Keller mich zum Lafayette-Friedhof bringen würde? Oder wie die alte Standurm mit ihren astronomischen Motiven mich zum hasserfüllten Hügel beim Hafen von Clermont bringen würde? Das sind meine Erinnerungen, meine Vergangenheit. Gibt es für mich vielleicht doch eine Chance, wenngleich eine winzige Torella zu sehen? Ich will das mehr als alles andere. Bitte, mein Talisman soll mich dorthin bringen. Ich will neben Johann und unter dem Bodibaum sitzen. Obwohl sie mir den Talisman verkauft hatte, enthüllte Miss Jackson, die Voodoo-Priesterin. Oh Gott, warum muss ich gehen? Entschuldigung. Oh, excuse me. Mir keines ihrer Geheimnisse. Deswegen musste ich nach Tonkre reisen. Stattdessen erzählte sie grausamerweise Batiste, meinem Pfleger, dass er auf die grässliche Art und Weise verraten und getötet werden würde, dass die Person, die er liebte, sein Bein mit einem Speer durchstoßen und er
von seiner eigenen Mutter verschlungen werden würde. Was für eine furchtbare Weisheit. Was ist das für ein kranker Scheiß, verdammt nochmal. Okay, das stand da jetzt nicht. Okay, die Menschen in DeSeto werden gefährlich. Sie verstehen nicht, was sie tun. Ich muss etwas tun, um sie aufzuhalten. Ich habe versucht, mit Dr. Gray zu sprechen, aber er verwechselt meine Sorgen mit anderen. Er ist darin gefangen, mich behandeln zu wollen. Ich kann nur glauben, dass ich mit Medizin und Gesprächen zu heilen sein könnte. Kenne ich irgendwoher. Ja, die Pfleger, die Haushälterin und die Patienten sind alle verrückt. Sie werden das Böse in diese Welt rufen. Alles wird untergehen, alles. Selin, ich kann den Sekretär finden, Mr. Waits. Er schien mir bei klarem Verstand zu sein. Oder vielleicht Beauregard. Der Schattenmann hat mir ein Gefängnis angeboten und ich habe es angenommen. Ich habe diesen ungerechten Vertrag unterschrieben und bin einen dunklen Pakt mit ihm eingegangen. Alle werden sicher sein, außer mir. Okay, ja, ist das der Talisman? Okay. Oh, okay. Eine bemalte Holzscheibe. Oh, naja, es ist schon ein bisschen komisch mit den, Ich habe ein Buch voller seltsamer Notizen gefunden. Schon mal von etwas namens Taroea gehört? Nein. Was ist das? Vielleicht deute ich da zu viel hinein, aber ich denke, das ist der Ort, zu dem er wollte. Oh, okay. Klingt nach einem Hinweis. Die guckt da nur an einer Stelle. So, jetzt aber. Wow, was für ein schweres Rätsel. Hey, wissen Sie was davon? Sieht wie eine Art Talisman aus. Nie gesehen. Helfen Sie mir mal kurz. Du hast auch gar nicht hingesehen. Na schön, kommen Sie. Ich möchte zu Dr. Gray. Kommen Sie, gehen wir. Ja, ich komme. Krass. Miss Hartwood. Emily? Vor. Wo bin ich? Oje. Oje. Komme ich hier runter? Oh, hier ist noch was. Munition. Gut, aber warte mal, ich guck mal eben. Boah, wir sind schon 40 Minuten dran. Leute, ich würde sagen, ich würde die Folge hier beenden. Wie das Ganze weitergeht, das erfahren wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin wünsche ich euch einen wundervollen Tag, einen wundervollen Abend. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.